Vorsicht bei dieser Fehlerfalle in Mathe. Wir haben hier einmal stehen minus 4 zum Quadrat und einmal in Klammern minus 4 zum Quadrat. Was ist der Unterschied? Das Quadrat bezieht sich hier nur auf die 4. Das heißt, das Minus übernehmen wir jetzt erst und rechnen dann 4 zum Quadrat. Das ist 16. Hier haben wir minus 4 in Klammern stehen, das Quadrat draußen. Das heißt, das Quadrat bezieht sich auf minus 4 insgesamt. Das heißt, wir rechnen minus 4 mal minus 4. Minus mal Minus ergibt Plus. Das heißt, wir haben hier vorne ein Plus stehen. Und 4 mal 4 ist 16. Das Plus kann man dann weglassen, aber da seht ihr den Unterschied mit und ohne Klammer. Kennt ihr noch ähnliche Fallen? Schreibt sie uns in die Kommentare und Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen.